guten Abend. Ich bin echt beeindruckt von der Organisation, auch von den Wegen, die hier so freigehalten wurden, abgeklebt. Man merkt sofort, dass die Deutsche Bahn an der Organisation beteiligt ist. Das ist toll. Die Bahn mault da gerade, glaube ich. Aber nein, das war als Kompliment gemeint. Also, schönen guten Abend. Ich habe jetzt das Vergnügen, die Veranstaltung zu eröffnen. Ich muss erstmal hier auf die Uhr drücken, damit ich nicht zu lange spreche. Und zwar hat mich Martin Schulz vor ein paar Wochen, Monaten eingeladen und sagte, Sie können da kommen und irgendwas zu Europa sagen. Ich habe zugesagt. Und hinterher dachte ich, na Gott, was zu Europa, das kenne ich schon aus dem Politikwissenschaftsstudium, das war da auch schon, irgendwie war das auch da schon die drögesten Seminare, Europa, ja, irgendwie eine gute Idee, aber halt auch, naja, ein bisschen dröge. Und dann habe ich mir jetzt in den Tagen überlegt, vielleicht gibt es noch ein Thema, über das ich hier gerne sprechen möchte, was auch mit Europa zu tun hat und über das ich in diesen Tagen ohnehin andauernd rede, beruflich wie privat, und das ist die bevorstehende Wahl in der Türkei. Und darum möchte ich ein paar Takte reden, nicht über die Türkei, sondern unter der Überschrift Tayyips Werk und Merkels Beitrag. Das wird für die Jüngeren von Ihnen vielleicht verwunderlich sein, vielleicht kennen Sie das aus den Geschichtsbüchern, aber wenn in der Türkei jetzt gewählt wird und das Land vor der Frage steht, ob das Land endgültig in eine Diktatur abdriftet, dann ist das wirklich bemerkenswert und auch erklärungsbedürftig, dass wir es mit demselben Tayyip Erdoğan zu tun haben, der vor 20 Jahren als erstes Mal, als er bei einer Parlamentswahl antrat, mit dem Versprechen angetreten ist, unter anderem mit dem Versprechen angetreten ist, die Türkei nach Europa zu führen. Und ich glaube, es gibt so in der Türkei, auch bei vielen Oppositionellen in der Türkei, eine breite Annahme, wenn man sagt, wenn man über die autoritäre Wendung spricht, die das Land in den letzten 10 Jahren ungefähr genommen hat, gerne anderen Leuten die Schuld daran zu geben. Der Westen, Europa und so weiter. Das glaube ich nicht. Also, dass die Türkei diese Wendung genommen hat, wie sie jetzt leider genommen hat, das ist in allererster Linie ist das ein Verschulden von Tayyip Erdoğan, ist das ein Verschulden von dieser Regierung und, auch das muss man sagen, einer Mehrheit der türkischen Bürgerinnen und Bürger, die bislang zumindest Tayyip Erdoğan darin unterstützt haben. Aber ich glaube, einen gewissen Beitrag hat die EU, hat Europa auch dazu beigetragen, wie sich die Türkei entwickelt hat. Und ich glaube, dass an diesem europäisch-türkischen Verhältnis auch einige Probleme ablesen lassen, die nicht nur für das bilaterale Verhältnis zur Türkei gelten, sondern auch darüber hinaus von Bedeutung sind. Bevor wir hier weitermachen, bisschen zurück, das war 1999, als die Türkei nach langem Warten endlich als Beitrittskandidatin anerkannt wurde. Und das war für die Türkei nicht nur im Sport, würde man sagen, ein Achtungserfolg, es war wirklich ein gesellschaftliches Projekt. Alle wollten damals nach Europa. Alle oder fast alle. Aus sehr unterschiedlichen Gründen, teils aus gegensätzlichen Gründen. Also die Islamisten wollten die damals sehr mächtigen Militärs zurückdrängen, die Militärs wollten die Islamisten zurückdrängen, Gewerkschafter hofften auf soziale Standards, Unternehmer auf den europäischen Markt, viele natürlich auf Freizügigkeit, und das Selbstverständnis des Landes war ohnehin ein europäisches. Und Erdoğan, oder die Partei von Erdoğan, war auch nicht die erste, die das Thema auf die Agenda setzte. Schon die Vorgängerregierung unternahm nach dieser Anerkennung als Beitrittskandidat wichtige Reformschritte, die Abschaffung der Todesstrafe zum Beispiel. Aber Erdoğan machte das in einer Weise, den Beitritt Europas in einer Weise zum Programm wie keine andere Partei. Aber in diesen Jahren war Europa für viele Türkinnen und Türken nicht nur ein Nachrichtenthema, sondern es war wirklich etwas, ich sagte eben gesellschaftliches Projekt, das war etwas, was wirklich auch im Alltag der Leute sich auch spiegelte. Es gab Anfang des Jahrtausends, wurde es zum geflügelten Wort, die Redewendung, so kommen wir niemals in die EU. Ja, also wenn an der Bushaltestelle, so eine Situation, Alltagssituation, jemand drängelt an der Bushaltestelle und irgendwer dreht sich um und sagt nicht, drängel nicht, sondern sagt, so kommen wir niemals in die EU. Ja. Oder ein Handwerker liefert Pfusch ab und man sagt nicht, was ist das für ein Pfusch, sondern man sagt, so kommen wir nicht in die EU. Und dieser Satz, der enthielt zweierlei. Das eine war,
Das Wissen darum, ja, wir wissen, wir sind noch nicht so weit, europäischen Standards zu genügen. Und zweitens aber, wir wollen das. Wir wollen diesen europäischen Standards genügen und deswegen fordern wir uns auch quasi gegenseitig dazu auf. Dann 2004 wurden Beitrittsverhandlungen aufgenommen, wurde beschlossen, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Die Türkei schien auf dem richtigen Weg. Okay, 35 Kapitel, das ist lang, aber es schien alles auf dem richtigen Weg. In Ankara wurde das der EU-Gipfel im Dezember 2004 in Brüssel mit Feuerwerk bei Tageslicht begann. Jetzt sind wir kurz davor. Aber was danach passierte, es passierte was in Europa. Angela Merkel kam an die Bundesregierung, wurde Kanzlerin, kurz darauf Nicolas Sarkozy in Frankreich. Und die sagten den Türken Folgendes: Nie so offen oder selten offen, aber immer sehr deutlich, ihr kommt hier nicht rein. Und zwar egal, ob ihr euren Rechtsstaat in Ordnung bringt, eure Defizite in Sachen Minderheitenrechten, Demokratie und so weiter alles in Ordnung bringt, ob die Wirtschaft floriert, ist egal, ihr kommt hier nicht rein, weil wir euch hier nicht drin haben wollen. Das hatte zwei Gründe. Der eine Grund, der häufig angeführt wird, die Frage, ist die Türkei mit ihrer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung, gehört sie überhaupt zu Europa? Gehört die Türkei geografisch zu Europa? Aber der eigentliche Grund war ein anderer. Der eigentliche Grund war, dass man Angst hatte, dass dann plötzlich 80 Millionen Türken quasi hier auf der Matte stehen und nach Europa kommen. Und diese Abweisung aus Europa, das war etwas, was für die Türken nicht nur, was sie nicht nur in den Nachrichten verfolgt haben, sondern etwas, was sie auch in ihrem Alltag erlebt haben. Das waren die Boomjahre in der Türkei, gerade in den Großstädten wuchs eine Mittelschicht und auch die wollte mal Sightseeing in London machen oder shoppen in Paris oder Verwandte in Dortmund besuchen, was auch immer. Und die Art und Weise, wie man bei den Visumsanträgen auf europäischen Konsulaten behandelt wurde, das hat mindestens so sehr zur Enttäuschung von Europa beigetragen, wie die Politik irgendwann auch nicht mehr wirklich geführten Beitrittsverhandlungen. Was wäre gewesen, wenn man die Türkei damals nicht so abgewiesen hätte? Das ist etwas eine Frage, die hypothetisch bleibt, weil es natürlich die Möglichkeit besteht, wir sehen das Beispiel Ungarn, andere osteuropäische Staaten, es ist natürlich leider möglich, etwas, was in der europäischen Idee anfangs ja auch nicht vorgesehen war, dass ein Staat, nachdem es die Beitrittskriterien erfüllt, sagt, okay, wir machen jetzt was anderes, wir machen illiberale Demokratie. Eine solche Wendung hätte die Türkei natürlich auch nehmen können, aber die Dinge hätten sich auch zum Besseren wenden können. Und das ist aber nicht geschehen. Im Folgenden entledigte sich Erdogan im Bündnis mit ihrem damaligen Bündnispartner, der Gülen-Bewegung, dem alten Establishment. Man hatte innenpolitisch nicht mehr diese Notwendigkeit. Außenpolitisch begann man im Zuge des arabischen Frühlings von einer Wiederbelebung des Osmanischen Reiches zu träumen. Und so wandte sich das Land von Europa ab. Es gab noch Beitrittsverhandlungen, die man irgendwie noch so lustlos weiterführte, so wo die eine Seite wusste, okay, wir tun jetzt mal so, als ob wir verhandeln würden, obwohl wir euch gar nicht aufnehmen wollen. Und die andere irgendwann auch daran teilnahm und sagte mit dem Bewusstsein, okay, wir tun jetzt so, als ob wir verhandeln würden, aber wir wollen auch gar nicht mehr rein. Dann passierte etwas völlig Unerwartetes, nämlich die Flüchtlingskrise. Angela Merkel war in den 10 Jahren ihrer Kanzlerschaft von 2005 bis 2015 gerade mal 3-mal zu Kurzbesuchen in die Türkei geflogen. Jetzt, 2015, nahm sie eine, nach meinem Dafürhalten, eine große, eine wichtige, eine richtige humanitäre Entscheidung, die aber unkoordiniert war, ziemlich kopflos war und vor deren Konsequenzen dann Merkel auch bald Angst bekam, worauf sie sich Tayyip Erdogan an den Hals warf, entgegen aller diplomatischen Gepflogenheiten im Herbst 2015 in die Türkei reiste. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Bilder im osmanischen Barock im Yıldız-Palast, wo sie sich vorführen ließ. Und ich weiß es von Angela Merkel, dass sie das nicht gerne tat, selbst wenn man das nicht von ihr selber gehört hat. Allein die Bilder sprachen eine klare Sprache. Sie wollte das nicht, sie sah sich nur dazu gezwungen. Sie können gleich. Das hieß, und Merkel flog nicht nur zum Wahlkampf, also flog nicht nur nach Istanbul, sondern sie hatte ja auch ein Wahlkampfgeschenk bei sich, nämlich das Versprechen, wenn die Türkei bestimmte Auflagen erfüllt, dann würde man die Visumsbeschränkung aufheben.
Das war eine interessante Wendung. Also während man 10 Jahre vorher noch die Türken deshalb nicht in der EU haben wollte, weil man Angst hatte, dass sie jetzt alle ins Land strömen, sagte man jetzt den Türken, das sind Leute, die wollen wir noch viel weniger hier in Europa haben als euch und deswegen haltet uns die bitte vom Leibe und dafür könnt ihr dann auch hier einreisen. Das sind Sachen, mit denen Europa vieles getan hat, aber vor allem hat Europa in der Flüchtlingskrise gerade für die Türkei gezeigt, was die vielbeschworenen europäischen Werte denn so wert sind, wenn es darauf ankommt. Die Türkei hatte damals schon ungefähr 3 Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen. Europa war weder im Willens, an Seiten der Rebellen gegen das Assad-Regime einzugreifen, noch war man willens, den Kriegsflüchtlingen zu helfen. Angela Merkel geriet in Panik, Frankreich wollte niemanden aufnehmen. In Polen stürzte eine ganze Regierung, weil 500 Leute aus Syrien ankamen. Und in der Türkei sagten nicht nur die Erdogan-Anhänger, sondern auch in oppositionellen Milieus fragte man sich, was hat das mit diesem Europa auf sich? Was ist dieses Europa denn wert, wenn es wirklich darauf ankommt? Was zählen diese humanitären Werte? Und der Eindruck war, es zählt nicht viel. Ich glaube, ein solcher Glaubwürdigkeitsverlust, den kann man an vielen Punkten aufzeigen, den Europa, den der Westen erlitten hat. Noch ein kurzes Beispiel, der Umgang des Westens mit Julian Assange. Assange, der über Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan berichtet hat oder dazu beigetragen hat, diese Kriegsverbrechen aufzuklären, der seither von den USA seit 12 Jahren von einer politisch motivierten Rachejustiz verfolgt wird, an der sich auch europäische Staaten, an deren rechtsstaatlichen Leumund eigentlich kein Zweifel bestehen sollte oder bis vor ein paar Jahren jedenfalls nicht bestanden hätte, wie Großbritannien und Schweden sich beteiligen. Aber es ist halt nicht nur Assange, der einen Preis zahlt, sondern auch der Westen, auch Europa zahlt einen Preis, nämlich mit dem Verlust von Glaubwürdigkeit. Putin oder ein Putin an Erdogan kann, wenn der Westen mangelnde Pressefreiheit, mangelnde Meinungsfreiheit in der Türkei, in Russland, in solchen Ländern an Leichtes sagen, naja, ihr macht das doch, schaut doch mal nach Assange, ihr macht das doch mit euren Leuten genauso. Und ich glaube, dieser Verlust von Glaubwürdigkeit, den die westliche Welt in den letzten 30 Jahren erlitten hat, den man an vielen, vielen Punkten aufzeigen kann, auch stichwortartig aufzählen kann, mit Abu Ghraib, mit Guantanamo, mit Ruanda, mit Srebrenica, mit Dingen, die der Westen gemacht hat und unterlassen hat. All das hat dazu geführt, dass der Glanz, den die westliche Welt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks ausgestrahlt hat, die Idee von Freiheit und Demokratie ausgestrahlt hat, eben so vieles von ihrem Glanz eingebüßt haben. Und dann Erdogan erzählt ja viel, wenn der Tag lang ist, aber er hat nicht mit allem Unrecht, zum Beispiel hat er nicht ganz damit Unrecht, wenn er sagt, die Westen und die Europäer, das sind doch auch nur Heuchler und Scheinheilige, denen Humanität und Demokratie und Pressefreiheit und so weiter auch immer nur so lange gelten, wie es ihnen in den Kram passt. Soll ich noch? Gut, dann noch eine kurze Wendung. Ich finde, wenn man sich das vergangene Jahr anschaut mit der Flüchtlingskrise, dem Brexit, der Eurokrise, es war kein gutes Jahrzehnt für Europa, es war ein ziemlich beschissenes Jahrzehnt für Europa. Es gibt aber ein Land, das nicht in diese Reihe gehört, wo die Situation eine andere war, wo Menschen dafür gestorben sind, Teil Europas zu werden. Das ist die Ukraine. Und ich finde es immer noch sehr bedauerlich, dass man als im vergangenen Jahr diese Diskussion in Deutschland um eine Solidarität mit der Ukraine geführt wurde, die nicht nur eine symbolische, sondern auch eine praktische Solidarität sein sollte, als diese Diskussion geführt wurde, dass viel zu wenig eine Rolle gespielt hat, die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich die Ukraine zu Europa und worum geht es auch uns? Worum geht es auch um Europa in diesem Krieg? Das Zögern und Zaudern Europas, vor allem der Bundesregierung, hat in der Ukraine Spuren hinterlassen.
Ich war Anfang des Jahres für einige Wochen in der Ukraine unterwegs. Das war da großes Thema. Sie werden das wissen, diese Enttäuschung, ob sich diese Spuren noch mildern lassen oder jetzt mit, wo das Zögern und Zaudern doch einigermaßen beendet scheint, ob diese Spuren sich beseitigen lassen oder bleiben werden, das wird man wohl erst nach dem Ende des Krieges sagen können. Aber dieses Problem, die Realität, wie steht es um die Realität dessen, was als europäische Werte gerne bezeichnet wird, das ist etwas, was nicht nur im Zusammenhang mit der Türkei eine Rolle spielt. Ich habe jetzt länger geredet als 10 Minuten. Ich mache jetzt einfach mal einen Punkt.